Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Tastenmusik, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem nächsten Video begrüßen, heute mit Präludium und Fuge in F-Moll aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Dieses Präludium ist übernommen worden von Johann Sebastian Bach aus dem Klavierbüchlein für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann Bach. Und was es mit den Übernahmen aus dem Klavierbüchlein auf sich hat, darauf bin ich im letzten Video zum A-Moll-Präludium ein bisschen genauer eingegangen. Ich verlinke Ihnen das hier oben in der Infobox, da dürfen Sie gerne raufklicken, dann können Sie sich das andere Video auch noch einmal anschauen. Auch dieses F-Moll-Präludium ist ein Klangflächenpräludium mit einer aus gebrochenen Dreiklängen entwickelten Melodik. Das besondere Kennzeichen dieser Melodik ist das Liegenlassen des Anfangstones jeder Sechzehntelfigur, also jedes Viertelschlages, wodurch sich noch eine zusätzliche, in Viertelnoten fortschreitende Stimme ergibt. Dazu blende ich Ihnen jetzt das Bachsche Autograph dieses Präludiums ein, an dem man ganz schön erkennen kann, was es mit diesem doppelten Melodik mit den liegenden Vierteln auf sich hat. Ich werde Ihnen auch einmal das im Detail zeigen und vorspielen. Schauen wir uns zunächst die ersten anderthalb Takte an in der Oberstimme, im oberen System. Wir erkennen in der Mittelstimme, also in der Altstimme, Viertelnoten, die nach unten den Hals haben und somit eine zweite Stimme zu der Oberstimmenfiguration in Sechzehntel bildet. Ich spiele Ihnen zunächst diese Viertelstimme vor, also immer auf den jeweiligen Viertelschlägen den Ton, und danach beide Stimmen zusammen, also die liegenden Viertelnoten und die ausgefüllten Sechzehntel. Das Gleiche können wir jetzt natürlich auch in der Bassstimme finden. Dazu schauen wir uns die Takte ab 6 Mitte bis Takt 8 an. Da sehen wir genau das Gleiche, nämlich eine latente Zweistimmigkeit, die durch das Liegenlassen der Viertelnoten bewirkt wird. Erneut spiele ich Ihnen erst die Viertelnoten und dann die ausgefüllten Sechzehntel dazu vor. Die Klangfläche, die dieses Präludium als ein Klangflächenpräludium charakterisiert, wird erreicht durch melodische Ausfüllung der voranschreitenden Viertelschläge. Über dem ganzen Präludium schwebt ein schmerzlich wehmütiger Charakter, den Bach durch die häufige Verwendung der großen und auch der verminderten Septime erreicht. Der Bachschüler Johann Philipp Kirnberger schreibt in seinem Traktat »Die Kunst des reinen Satzes« aus dem Jahre 1771 über die verminderte Septime. Schmerzhaft klagend und über die große Septime schrecklich fürchterlich oder auch heftig wütend im Ausdruck der Verzweiflung. Dieses Traktat über die Kunst des reinen Satzes in der Musik ist eine wichtige Harmonielehre aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und da Kirnberger Bach Schüler war, hat er sicherlich sehr viele Elemente, die er bei Johann Sebastian Bach im Unterricht gelernt hat, in diese Harmonielehre aufgenommen. Wie geht es jetzt mit diesem schmerzhaft
wehklagenden Charakter in der Fuge weiter. Die Fuge, die F-Moll-Fuge, greift jetzt diesen wehmütigen und schwermütigen Charakter auf. Wir könnten sie auch als Fuga Pathetica bezeichnen. Das Thema ist extrem chromatisch. Aus der Zwölftonleiter fehlen insgesamt nur 3 Töne. Und das ist für eine barocke Fuge und für ein Thema einer barocken Fuge außergewöhnlich. Sogar eigentlich reine Intervalle, wie zum Beispiel die Quarte HE in Takt 2, wirken dissonant bzw. werden nicht als Konsonanz wahrgenommen, weil sie aus 2 alterierten, also leiterfremden und durch Vorzeichen erhöht oder erniedrigten Tönen bestehen. Sie sind also kein Bestandteil der F-Moll-Tonleiter. Aufgrund dieser Chromatik erinnert die Fuge zum Beispiel an die Schlussfuge des wohltemperierten Klaviers, also die H-Moll-Fuge, oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen stärker an die dreistimmige F-Moll-Sinfonia. Anhand der Noten können Sie erkennen, dass sich das Thema in 2 Quarten einteilen und gliedern lässt, die man als Rahmenintervalle bezeichnen könnte. Ein Vordersatz mit einer von C nach F aufsteigenden Quarte und danach ein sich anschließender Nachsatz mit einer absteigenden Quarte von B nach F. Im Vordergrund der ersten Quarte steht die Sequenzierung von Kleinsekundvorhalten, also C des, CH und EF, die Wertigkeit der einzelnen Töne innerhalb der F-Moll-Skala verschieben. Also ähnlich, wie es auch später in der Zwölftonmusik der Fall ist, wo der Komponist ja eine Tonleiter aus 12 Tönen definiert und nicht unbedingt aus dem allgemeinen harmonischen Zusammenhang die Töne wertig erklärt werden können. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Quinte C der F-Moll-Tonleiter, die ja eigentlich ein reines, ein gutes und konsonantes Intervall ist, in diesem Falle als Vorhalt, also als Dissonanz benutzt wird, bevor mit dem abschließenden Schritt EF dann der Grundton der Fuge erreicht wird. Einmal dieser Vordersatz, diese aufsteigende Quarte als Hörbeispiel. Der Nachsatz, die absteigende und durch Chromatik angereicherte Quarte BF, kadenziert dann relativ unproblematisch zum Grundton F. Auch das einmal als Hörbeispiel und danach das komplette Thema dieser F-Moll-Fuge. Dem Thema werden jetzt mehrere Kontrasubjekte zur Seite gestellt, die im Laufe des Satzes etwas verändert, variiert werden und angepasst werden oder auch zum Teil wieder ganz verschwinden. Exemplarisch für diese Kombination von Kontrasubjekten mit dem Thema steht das Ende der Exposition mit dem Themeneinsatz im Sopran. Sie sehen, dass die Kontrasubjekte frei sind von Chromatik und dass sie vor allen Dingen wesentlich bewegter und rhythmisch differenzierter sind als das Thema selbst. Das sorgt natürlich für einen großen Kontrast zwischen Kontrasubjekten und dem Thema. Die einzelnen Kontrasubjekte hören sich folgendermaßen an, immer auch kombiniert mit dem Thema.
Die Gesamtform dieser Fuge orientiert sich und korrespondiert mit der Form des Themas. Dort gibt es eine schöne Analogie. Der Vordersatz, das hatten wir ja gerade gesehen, führte nach F, also zum Grundton der Tonart. Und auch in der Mitte dieser Fuge, ziemlich genau in der Mitte, gibt es eine perfekte Kadenz zu F-Moll, also zur ersten Stufe, zum Grundton dieser Fuge. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf zwei allgemeine Aspekte der Fugenkomposition zu sprechen kommen, die in dieser F-Moll-Fuge sehr gut nachvollzogen werden können. Erstens, Fugen mit Kontrasubjekten, wie diese F-Moll-Fuge oder auch wie die Cis-Moll-Fuge. Dort habe ich das auch relativ ausführlich erklärt. Ich werde Ihnen das verlinken, da können Sie gerne noch einmal nachschauen. Diese Fugen mit Kontrasubjekten verzichten weitestgehend auf kontrapunktische Stilmittel, wie zum Beispiel Umkehrungen des Themas, Augmentationen, also Vergrößerungen, Diminutionen, Verkleinerungen der Notenwerte oder auch Engführungen des Themas. Wenn es allerdings keine Kontrasubjekte gibt, wie zum Beispiel in der A-Moll-Fuge aus dem letzten Video oder auch der B-Moll-Fuge, auch die Dismoll-Fuge ist dafür ein Beispiel, setzt Bach diese kontrapunktischen Stilmittel wesentlich häufiger, beziehungsweise man könnte sogar fast sagen, zwangsläufig ein. Dass Bach schon bei der Planung des Themas den weiteren Verlauf der Fuge mitdachte, lässt sich unter anderem an einer biografischen Mitteilung seines Sohnes Karl Philipp Emanuel entnehmen. Dieser schreibt: Bei Anhörung einer stark besetzten und vielstimmigen Fuge wusste er bald, also Johann Sebastian Bach bald, nach den ersten Eintritten des Thematum vorherzusagen, was für kontrapunktische Künste möglich anzubringen wären und was der Komponist von Rechts wegen anbringen müsste. Und bei solcher Gelegenheit, wenn ich bei ihm stand, und er seine Vermutungen gegen mich äußerte, freute er sich und stieß mich an, als seine Erwartungen eintrafen. Und der zweite Punkt wäre, trotz der Chromatik des Themas und den Kontrasubjekten in dieser Fuge wirkt sie doch relativ transparent und gut durchhörbar. Ein wichtiges, vielleicht sogar das entscheidende Kriterium dafür ist das Freihalten des Tonraumes vor Eintritt eines Themas. Was bedeutet das genau? Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn ich mir die Fuge anschaue und ein beliebiges Thema, einen beliebigen Themeneinsatz rausgreife, ich nehme zum Beispiel den Basseinsatz in Takt 53, dann sehe ich, dass die Bassstimme vorher 1, 2, 3, 4, 5, 6 Takte pausiert hat, bevor sie dann mit dem Thema einsetzt. Das bedeutet das Freihalten des Tonraumes vor Eintritt eines Themas. Das heißt, die Lage, die Stimmlage, in der das Thema dann einsetzt, ist längere Zeit freigelassen worden. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Transparenz und Durchhörbarkeit. Ich kann einfach ein beliebiges anderes Thema nehmen. Zum Beispiel Alteinsatz Takt 34. 1, 2, 3, 4, fast 4 Takte Pause auch, bevor in Takt 34 der Alt einsetzt. Oder ich nehme den Tenoreinsatz Takt 19. 1, 2, 3, auch hier wieder 3 Takte Pause, bevor der
Tenor mit seinem Einsatz anfängt. Das ist in dieser Fuge sicherlich sehr oft so oder fast immer so, dass es eine Pause gibt, dass die Stimme pausiert, bevor sie mit dem Thema wieder einsetzt. Das ist allerdings eine Beobachtung, die man an sehr vielen Fugen aus dem wohltemperierten Klavier und natürlich auch aus anderen Fugen entdecken kann und kontrollieren kann. Nehmen Sie einfach mal eine beliebige Fuge, da werden Sie sicherlich eine große Anzahl an Einsätzen finden, bei denen die Stimme vorher pausiert hat und sie nach einer Pause mit dem Thema anfängt. Ein gutes Beispiel sind auch Fugen mit Pedal, also Orgelfugen, Pedalliterfugen. Auch da ist es meistens so, dass natürlich prominent das Pedal setzt ein mit dem Thema und hat vorher pausiert. Das findet man ganz oft. Natürlich, wie wäre es anders, gibt es dafür natürlich auch markante Gegenbeispiele. Und diese Gegenbeispiele, die sind dann wesentlich schwerer durchzuhören, wesentlich schwerer nachzuvollziehen, die einzelnen Themeneinsätze, und nicht so transparent. Ein gutes Gegenbeispiel, zum Beispiel die Dis-Moll-Fuge. Obwohl sie nur dreistimmig ist, im Gegensatz zu dieser F-Moll-Fuge, die vierstimmig ist, wirkt sie wesentlich intransparenter, wesentlich komprimierter und wesentlich konzentrierter als diese F-Moll-Fuge. Und wie könnte es anders sein? Das nächste Video, das wird genau über diese Dis-Moll-Fuge gehen. Bis dahin viel Vergnügen mit Präludium und Fuge in F-Moll aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers.
Ich hoffe sehr, dieses Video hat Ihnen gefallen und würde Sie bitten, diesen Kanal zu abonnieren. Dann bekommen Sie immer eine Nachricht, wenn hier ein neues Video erscheint. Vielleicht ist auch in den vergangenen Videos schon etwas für Sie dabei gewesen, dann dürfen Sie gerne dort noch einmal reinschauen. Demnächst wird noch ein weiteres Video mit einem Präludium und einer Fuge aus dem wohltemperierten Klavier hier erscheinen. Und zwar geht es um das Präludium in Es-Moll und die dazugehörige Fuge in Dismol, eine besondere Präludium- und Fuge-Kombination. Danach wird es mal wieder ein paar Videos geben, die sich mit anderen Themen und nicht mit Johann Sebastian Bach beschäftigen. Aber die dürften nicht minder interessant sein. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.